Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei A New Beginning Final Cut von Deadlick Entertainment. Wir sind gerade dabei, die Zeitantenne aufzubauen und gestern habe ich da so ein bisschen versagt, weil die Anleitung, die hat die oben drauf geklebt und ich habe es dann einfach versucht, ohne Anleitung zu machen, weil ich die nicht gesehen habe. Aber wir gucken jetzt mal auf die Anleitung drauf. So soll das Ganze aussehen. Hier neben klebt das Ding dran. Wir haben den Fuß schon aufgestellt und hier oben kommen dann diese Kuben dran oder so. So, das klebt daneben an der Ecke. Aber ich habe doch daneben dieses Ding, habe ich doch schon ein paar Mal damit angeklickt. So, jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Das ist doch jetzt echt gemein. Ich habe gestern dieses Gerät ein paar Mal hier hingehangen und es hat nicht funktioniert. Die Kuben, die zusammenhängen, sollen auf... Okay. Wir kleben die jetzt einfach erstmal alle da dran und gucken mal, was es so alles gibt. Und dann tauschen wir die aus. So, diese gibt es. Und zwar... Ja, das sieht merkwürdig aus, oder? Die Kuben, die zusammengehören. Okay. Also, hier sind so ein paar von diesen Ringen. Hier sind... Alter, sieht das nur so aus. Das sieht, glaube ich, nur so aus, als ob die Markierungen hier anders wären. Das ist es, glaube ich, nicht. Wir können mal einschalten. Es tut sich nichts. Okay. Wir gucken nochmal auf die Anleitung. Das sind doch jeweils 9. Ich habe eine Idee. Nein, das passt hier nicht. Wir legen den erstmal unten ab. Und zwar geht da immer ein Licht an und aus. Wir legen die doch alle erst nochmal ab. Jetzt will mal was ausprobieren. Ob wir vielleicht... das Licht vielleicht anbleibt, wenn wir den an die richtige Stelle setzen. So, wir gucken jetzt mal mit dem hier durch. Geht an, geht aus. An, aus. An, aus. An, aus. An, aus. An, aus. Nee, das war nicht des Rätsels Lösung. Die Kuben, die zusammengehören. Da geht immer hier unten das Licht an. Ach, Moment. Du meine Güte.
Okay, das. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, hier haben wir. Ja, okay. Ja, würde passen. Passt nicht. Okay. So, der mittlere muss weg. Und zwar muss der dahin. So, wenn wir jetzt hier das aufklappen. Klappt noch nicht ganz. Okay, okay, okay. So, wir haben hier bei 1 die... Ah, das muss ich mir aufmalen. So. Der Kubus 1 hat die Nummer 3, 7 und 8. Der Kubus 2 hat die Nummern... Der Kubus 2 hat die Nummern 2, 4 und 5. Der Kubus 3 hat... Alle Teile sind jetzt eingerastet. Alle Teile sind jetzt eingerastet? Ich raste aus. Der Kubus 3 hat die Nummern 6, 8 und 9. Wieso hat sie eben gesagt, alle Teile sind jetzt eingerastet? Das ist der da. Und der muss... So, da hätten wir hier diese Konstellation. Da hätten wir diese Konstellation. Und da muss... Der muss ausgetauscht werden. Alle Teile sind jetzt eingerastet. So, jetzt müssen wir hier drüben nochmal gucken. Also eigentlich müssen wir jetzt nur die drei hier noch dahin und... Alle Teile sind jetzt eingerastet. Das hat sie aber eben auch gesagt. So, wir gucken nochmal hier durch. Wir haben also hier die 3, 4 und 7. Wir haben hier die 1, 2 und 5. Und wir haben hier unten die... Das passt auch. Wir schalten mal ein. So, fertig. Das haben wir ja gut hingekriegt. So, wir haben 2 Errungenschaften gekriegt. Alleingänger und noch eins, das war zu schnell wieder weg. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob wir das ganze Ding bedienen können. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Zeitfunkgerät. Verdammt, das Zeitfunkgerät bekommt keinen Strom. Hätte ich nicht früher daran denken können, die Batterie zu laden? Darum werde ich mich sofort kümmern. Okay. Ich weiß nicht. Erstmal ablegen, wieder hier runterklettern. So, wir gucken mal, wo wir hier was aufladen können. Wir gehen doch mal auf Bedienen. Nicht ohne Nigel. Wohin sollte ich auch springen? So, wir haben das hier und, Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Okay, dann machen wir das mal da. Die Zeitkapsel hat noch Energie.
Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Aber wie stelle ich das an? Vielleicht mit dem Messer die Klappe öffnen? Ach nee. Quadi hat gesagt, dass unsere Ausrüstung sehr robust ist, aber ich lasse es mal lieber nicht drauf ankommen. Liegt da noch was? So, also, wo können wir jetzt hier... Vielleicht gibt es ja sowas wie eine Ladeschale oder sowas. Armaturen, hier drüben ist nichts. Herausziehen. Ansehen. Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so ein Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. Ziehen wir auch mal raus. Der Ladezustand ist sehr niedrig, ungefähr 15%. Okay, den ziehen wir auch mal raus. Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich. Hören Sie doch auf, mich auf den... Die Alge kann für so... Sie kann nicht nur... So, wir gucken nochmal... Nehmen. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Können wir denn jetzt unser Zeitfunkgerät daran anschließen? Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Wir ziehen mal den raus. Wir haben deutlich mehr Energie verbraucht als berechnet. Ah, sie steckt das aber gleich wieder rein. Ja. Hier nochmal zur Seite. Das Messer habe ich immer dabei. Man weiß ja nie. Gut. Nö. Nein, nein. Wir müssen also das Zeitfunkgerät aufladen. So. Kann man das nicht da dran halten oder so? Und dann überträgt sich irgendwie die Energie oder sowas? Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Ich muss die Batterie erst aus dem Zeitfunkgerät herausholen, sonst geht das nicht. Ach so. Das Messer habe ich immer dabei. Quadi hat gesagt, dass... Aber ich lasse es mal... Ja, müssen wir mal gucken? Nein. Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha. Da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Okay. Sie ist leer. An so etwas hätte ich wirklich früher denken können. Ja, ja, schon gut. So, wir stecken die... Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. Oh-oh. Das klang nicht so gut. Tja, dann gucken wir uns den mal an. Sieht nicht gut aus. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen. Die Alge, die die Brennstoffzellen mit Wasserstoff versorgt, ist eingegangen. Nigel wird mir den Kopf abreißen. Wir müssen also eine neue Alge besorgen. Nein, da geht gar nichts mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. So, die Batterie ist wieder voll. Nein. Nein. Ah.
Wenn man zu lange drauf drückt, dann passiert immer irgendwas anders. Ich wollte es nur in die Hand nehmen. So, Batterie auf das Zeitfunkgerät. Ja, jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. So, wir kraxeln mal wieder hier hoch. So, und dann schauen wir uns mal an, ob man hier vielleicht noch im Gerümpel irgendwas... Hier ist noch... Was war das? Da ist Gerümpel. Das gucken wir uns erstmal an. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. So, jetzt müssen wir das Zeitfunkgerät nehmen und müssen mal versuchen, ob wir jetzt senden können. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Faye. Hört ihr mich? Zeitteam hören? Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine Verbindung. Na dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo, hallo. Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo, Quadi. Faye? Faye? Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen, dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein. Nein. Nein, bitte, bitte nicht. So, wir haben momentan ja nur dieses eine Bild und da ein schwaches Bild. Jetzt weiß ich gerade nicht, was wir so machen sollen. Wir klicken mal hier drauf. Dina! Du lebst! Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm! Warte kurz, Dina! Hey, wir haben uns entdeckt! 2050 ist zu spät! Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten! Wir sind mittendrin! Ich wiederhole! Wir sind... Oh oh, das war nicht so gut. Auch das Team sieht nicht so gut aus. Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann hören. Liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk. Hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Faye. Ich... Sadi, empfängst du mich noch? Bleib bitte dran. Ich... Sie sind alle tot. Ich schreibe mir mal auf das Kraftwerk. So, es ist das Kraftwerk. Ist das Kraftwerk. Das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt müssen wir gucken, dass wir... Also hier, wir haben zum Glück noch eine einigermaßen ruhige Stelle gefunden. Können wir das nochmal aktivieren? Die Verbindung zu den anderen Teams steht noch. Ob ich nochmal versuche, sie anzufunken? Ja. Also wir müssen mal zu den Ruinen, glaube ich. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Da unten scheint es Algen zu geben. Wir müssen also irgendwie runterklettern und versuchen, dass wir unseren Stromgenerator wieder aktiviert bekommen. So, Stahlträger herabsteigen.
Und ich glaube, wir müssen uns auch auf den Weg nach unten machen. Wir müssen gucken, ob wir jetzt noch Alge finden, um unsere Zeitkapsel wieder aufzutanken und so weiter. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe mich nicht allzu dumm angestellt. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht einen Kommentar hinterlasst oder sonst irgendwas und in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann sage ich erstmal Tschüss, macht's gut.